Jedes Jahr zum Schuljahresbeginn gibt es in ganz Sachsen verschiedene Aktionen zum Thema sicherer Schulweg. Eine davon wird von den Polizeidirektionen Sachsen durchgeführt und nennt sich Blitz für Kids. Hierbei werden Fahrzeugführer durch Polizeibeamte angehalten und Schüler der vierten Klassen überreichen je nach gemessener Fahrgeschwindigkeit eine grüne oder gelbe Karte. Der Auftakt im Erzgebirgskreis zu dieser zweiwöchigen Veranstaltung fand in der Bergstadt Scheibenberg statt. Hier kamen die jungen Viertklässler der Christian-Lehmann-Grundschule, um den Beamten zu helfen. Sie wurden gemessen auf 56 km/h innerhalb der Ortschaft. Die Kinder möchten Ihnen dazu was sagen. Ist das ein Grund? Nein. Und was gibt es dafür? Die gelbe Karte im Straßenverkehr. Also immer dran denken. Sie haben ja auch selber Kinder vorne. Etwas langsamer. Die grüne Karte wird bei Geschwindigkeiten unter 50 Stundenkilometern vergeben. Die jungen Schüler bedanken sich bei den Fahrzeugführern für ihre Rücksicht im Straßenverkehr und der Fahrer darf sich über einen lachenden Smiley freuen. Bei Fahrgeschwindigkeiten über 50 Kilometer pro Stunde, welche im Bereich eines Verwarngeldes liegen würden, gibt es die gelbe Karte. Die Schüler suchen dann ein Gespräch mit dem Fahrer und fragen nach den Gründen seiner kleinen Verkehrssünde. Bedeutende Ordnungswidrigkeiten, die nicht mehr mit einem Verwarnen, sondern mit einem Bußgeld bewährt sind, werden von den Polizisten sofort geahndet. Die Aktion Blitz für Kids soll vor allem dem Ziel dienen, Autofahrer zu sensibilisieren, in Nähe von Schulen und Schulwegen ihre Geschwindigkeit anzupassen und besonders aufmerksam zu sein. In der zweiten Woche der Aktion werden die Kontrollen ohne Beteiligung der Kinder durchgeführt und die dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden mit allen rechtlichen Konsequenzen geahndet.